Was hätten wir denn hier oben? Mal gucken. Nein, da ist das Rüstung, das Rüstungsherz, sage ich. Das weiße Herz schon wieder weg. Oh. Ja, kann man nichts machen. Aber ich kriege auf alle Fälle noch für die nächste Ebene eine Aufladung zusammen. Ja. Noch eine Bombe. Oh. Jawohl. Und das noch. Wow. So. Oh, die Karte. Die Karte ist schon wieder fertig. So, mal gucken, was da drin liegt. Vielleicht liegt da ja ein weißes Herz. Nee, aber ich könnte mir hier ein paar Rüstungsherzen erzucken. Na komm. Den Red Patch, nee, den möchte ich nicht haben. Ich möchte nur ein, zwei Rüstungsherzen haben. Na komm. Nein, ich möchte nicht später nachfragen. Oh, Two of Hearts. Hm. Oh, es war so klar. Es war so klar. 7 Schlüssel. Hm, nett. Ich möchte meine Karte jetzt nicht einsetzen. Lieber hebe ich mir das ganze Ding auf. Und habe in der nächsten Ebene einen Container mehr, als dass ich hier jetzt quasi mein weißes Herz verliere. Und, na super. War ja klar. So, die letzte Bombe verschwenden. So, zumindest für einen. Au. Da wäre es nämlich auch schon wieder weg. So. Ja. Ja. So, einmal hier nach oben. Ne, Moment. Wir hatten hier doch noch ein Herz herumliegen. Ich weiß, viele rumlaufen. Ach, und dann können wir den einen Raum da unten auch noch mit der goldenen Kiste machen. Wir haben so viele Schlüssel. Beziehungsweise auch den goldenen Schlüssel. Und nachdem ich ja eh mein weißes Herz hier aufhebe, Two of Hearts habe, so schlimm kann es da unten schon nicht werden. Hoffe ich jetzt zumindest. Und uns fehlt noch der normale Geheimraum. Ach komm, so. Noch so eine Karte. Au. Au, was soll das denn? Ach, weil das noch so ein Dreierfussel ist hier. Na klar, na klar. Da kann ich doch wirklich meine Two of Hearts Karte gleich nach dem Raum benutzen. Na klar. Oh. Ah, so mit schrägen Schüssen könnte man das machen. So. Na. So, was hätten wir da? Two of Clubs. Na komm mal her. Zwei Bomben. Two of Hearts nehme ich mir noch mit, da wir noch ein halbes Herz verlieren könnten, ne? Bevor wir die einsetzen. So, dann geht's mal weiter hier nach oben. Wo ist eigentlich der Itemraum? Ich brauche hier noch was für Polyphemus. Au, so. Au. Ich sollte vielleicht die Karte mal einsetzen. So. Na. Na klar, an die Kiste komme ich ja so gut ran. Was will ich denn damit? So. Nein.
die Karte mitnehmen. Oh, Geld, Geld, Geld. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Dann könnte ich eigentlich von hier aus zum Boss gehen. Oh, und wir bekommen Monstro 2. Ich hoffe ja jetzt mal so ein bisschen auf einen Deal mit dem Satan. Au. Au, was ist denn jetzt los? Oh. Au. Also im Moment stelle ich mich echt ein bisschen doof an. Oh, komm mal hier. Ich wollte dich eigentlich so ein bisschen in die Ecke treiben. Nein, nein, nein. Komm, geh sterben. Oh, HP-Upgrade und so und so. Da bleibt es sich gleich. Und da ich keine Rüstungsherzen habe, um hier in der nächsten Ebene wie vorhin das Ganze zu gestalten. Nee, nee. Bleibt sich gleich, bleibt sich gleich. So, was hätten wir denn hier? Noch mehr Geld, das heißt noch mehr Schlüssel. So. Einmal hier nach unten. Ja. Wow. Nein! Oh, ich nehme im Moment so dummen Schaden. Und ich treffe diese verkackte Fliege nicht. So, jetzt aber. So, so langsam dürfte ich den Flat Penny mal ablegen. Denn Schlüssel hätte ich mehr als genug. Trollbombe. So, was hätten wir hier? Einmal explosiv fliegen. So, Schlüssel haben wir genug. Die Kerze. Wir haben 2, 4, 6, 8 Herzcontainer. Ich mach mal hier die Karte noch voll. Werd die dann hier im Shop lassen und na klar. Wie mache ich das denn hier am dümmsten? Ah. Nein! Oh Mann! Nein! Oh Gott. Ich hasse diese Gegner. Warum im Moment nur diese Gegner? Warum? Und da kann ich ja nicht mal... Wo soll ich da hinlaufen? Oh. Ich hasse es. Wow, 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 wow. Oh. So, bitte ein gutes Item. Rüstungsherzen. Drei Herzen noch. Drei Herzen noch. Nicht schön. Gar nicht schön. Gefällt mir im Moment nicht. Ey. Ist jetzt schon eine Verarsche, oder? Und da kriege ich nicht mal einen Down damit. Oh. Wow. Nein. Oh. Oh, ein Herz. Oh, da muss ich wirklich ab und zu mal wirklich. Da muss ich ab und zu mal wirklich, genau.
Oh, sieh mal einer an. Oh, volle Herzen, sauber. Komm, wir haben so viele Schlüssel und 33 Münzen. Oh, komm mal her. Rüstungsherz. Na komm. Gib mir mal noch ein paar Rüstungsherzen, dann würde ich meine Karte hier jetzt dann gleich nochmal benutzen. Und mir dann vor dem Boss erst die Kerze holen. Ja, den Fishhead. Ja, Schlüssel haben wir auf alle Fälle genug. Dass ich den mal da lassen kann. Den Flat Penny. Na komm. Na komm schon. 5 Münzen zocke ich noch. Der wäre auch interessant. Ne, das Polaroid möchte ich nicht haben. Ich möchte hier zu Satan. Was ist das denn? The Joker. Na, sieh mal einer an. So, einmal der hier. Da bekomme ich wieder ein paar Bomben zurück. Lass mal sehen hier. Oh, das Relic. Ich hätte mir eigentlich jetzt einen Satanraum erhofft, in dem ich hier mal irgendwas tauschen kann, was Nützliches tauschen kann. Aber sei mir anscheinend nicht gegönnt. So, benutze. Und ich hoffe mal, dass ich hier das Ding nochmal aufgeladen kriege, bevor ich hier mein Rüstungsherz verliere. Nochmal. Oh ja, das ist schön. Das auch? Das nicht. Aber sowas von gar nicht. So. Ja. So langsam kriege ich hier den Dreh mit den Viechern raus. Ein Arcade. Moment mal, wie viele Herzen hatten wir hier noch? Ach nein, ich kann ja nicht wegen dem weißen Herz. Okay, mal den Rest noch erkunden. So, mal hier ein bisschen abkürzen. Aber ich glaube, ich krieg das Ding nicht mehr voll. Oder vielleicht doch. So, Aufladung Nummer 3, das heißt, wir bräuchten noch 3 Räume. Ja. Nein! Oh. Na, komm mal her. Rüstungsherz. 2 Räume noch. Kriege ich die noch zusammen? Ja. Ich kriege sie noch zusammen. Nee, kriege ich nicht. In dem kriege ich ja keine Aufladung nicht. Wow. Aber vielleicht kriege ich da ein schönes Item drin. Wer weiß. Rüstungsherz. Ja. Ärgerlich. Wir sind hier in den Tiefen 2, das heißt, wir kommen zu Mom und ich kann das Ding nicht mehr benutzen. Dann würde ich das Ganze jetzt so machen, dass ich mir jetzt die Kerze mitnehme. Dann haben wir 9 Herzcontainer. Und die müssten ja eigentlich reichen. Eigentlich. Um bei Satan weiterzukommen. So. Mitnehmen. Die Bombe nehme ich auch noch mit. Schlüssel brauchen wir keinen mehr. So. Und die Kerze könnte mir hier doch ab und an mal so ein bisschen den Hintern retten. So, einmal hier nach unten. Hier nach unten. Und auf geht's zu Mom. Hi Mom.
Kann ich hier wenigstens schön wieder mit der Kerze an die Türen klopfen? Au. Ah. Ich sollte hier weniger Schaden nehmen. So, geht doch. Einmal ein HP-Upgrade mitnehmen und in der nächsten Ebene bekomme ich ja noch ein HP-Upgrade. Das passt. Das passt, das passt. So. Die Frage ist, wo geht es jetzt lang? Auf alle Fälle nehme ich das Ding mit. Schlüssel haben wir genug. The Sad Onion. Und das mit Polyphemus. Ja, möchte mir gefallen. Na komm schon. Das nehme ich auch mit. Was hätten wir hier? Curved Horns, mehr Damage. Wir haben eh gerade das Sad Onion bekommen. So, mal kurz testen. Ne, ich nehme sie Curved Horns mit. Da sind unsere Tränen gleich rot. Wow. Wow. Drei von denen sind eklig. So. Wow. Okay. Einmal nach links weiter. Wow. Na. Na, oh, das war die Fliege. Ach komm. Ja. Ärgerlich. Oh, unsere Relic gibt uns auch mal wieder was. Was hätten wir denn hier drin? Nö. Die Pille möchte ich auch nicht haben. Na klar, ich laufe voll rein, aber so richtig. So, hier hätten wir auch schon den Boss. So, wir hatten doch hier noch ein paar Herzen rumliegen. Erstmal das hier. Komm. Oh, sieh mal einer an. Ab zum Boss. Oh nee, nicht Triadschnitt. Triadschi-chi-chi. Komm, stirb. Dankeschön. Oh, nochmal Tears ab. Naja. Oh, geht, geht. The Chariot. Ja, warum nicht? Warum nicht? Und ich habe endlich mal hier seit langem mal wieder den richtigen Weg gleich eingeschlagen. Aber es kommt ja noch so eine Ebene. Und ob ich das da auch schaffe, ich weiß es nicht. Boah. Ja. Ja, da, 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 da. Rüstungsherz. Ach komm. Weil es egal ist. Oh, da, 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 da. Sollte meine Kerze vielleicht ein bisschen öfters einsetzen in solchen Räumen? Wäre sehr von Vorteil. The Joker. Werde ich doch gleich mal machen. Ich werde hier Moms Heart überspringen. Zack. Ab zu Satan. Ab in Satans Ebene. Und das heißt, ich bekomme ein HP-Upgrade. Cool. möchte mir gefallen. So, die Frage ist natürlich jetzt, wohin? Was hätten wir denn hier? Ah, den Boss. Ah, scheiße. Ja, der Damage musste jetzt sein. So, ab zu Satan. Hey Satan, alles klar. Ich hab hier Polyphemus, das heißt, du kriegst von mir eine auf die Nuss. Oh, der Damage ist gut. Oh.
Wow, 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 wow. Ja. Okay, das war der erste Treffer. Na klar. Na klar. Da, da, da. So, das war das. Na komm, wo bleiben die Füße? Au. Ich sollte das Ganze vielleicht wieder ein bisschen gezielter angehen. Au. So langsam sollte ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Und tschüss. Oh, wir haben die Blood Rites bekommen. Moment mal, bevor ich in die Truhe gehe. Mein schlauer Zettel, wo ist er denn? Das heißt, Samson ist auch bei Satan abgehakt. Schön. Dann fehlt uns nur noch mit dem Blue Baby der Satan-Kill. Ab in die Truhe. Und das Ending kennen wir ja schon. Haben wir schon des Öfteren gesehen. Cain, Maggie, Judas, Eve und der Teufel. Satan, der Satan, genau. Isaac, der kleine Teufel. So, ja, mir hat der Run wieder mal Spaß gemacht. Wir haben endlich Samson hier auch bei Satan abgeschlossen. Das heißt, im nächsten Run wird es wahrscheinlich nochmal einen Blue Baby Run geben, um zu Satan zu kommen. Und dann können wir endlich anfangen, hier randommäßig zu spielen. Ja, Leute, ich hoffe, der Part hat euch wieder mal gefallen. Mir hat er Spaß gemacht. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.